Hawaii ist ein einzigartiger Archipel im Pazifischen Ozean, bekannt für seine atemberaubende Landschaften, tropischen Strände und reiche Kultur. Die Inselkette hat eine bewegte Geschichte, die mit ihrer Annexion durch die Vereinigten Staaten 1898 und ihrer späteren Aufnahme als der 50. Bundesstaat im Jahr 1959 zu einem wichtigen Teil der amerikanischen Geschichte geworden ist. Wie genau Hawaii ein Teil der USA geworden ist und weshalb es eine strategisch wichtige Rolle für die USA besitzt, schauen wir uns jetzt an. Die abgelegenen Inseln Hawaii waren vor ihrer Entdeckung durch Captain James Cook am 20. Januar 1778 auf keiner Landkarte verzeichnet. Diese Entdeckung stellt eine entscheidende Wende in der Geschichte dieser Inselgruppe dar. Cook taufte die Inseln Sandwich-Inseln zu Ehren des britischen Marineministers Lord Sandwich. Zu diesem Zeitpunkt waren die Inseln bereits durch verschiedene Königreiche beherrscht. Cook und seine Mannschaft tauschten mit den Einheimischen Saatgut, Ziegen und Schweine. Als Cook ein Jahr später auf Hawaii Island an Land ging, wurde er anfangs freundlich empfangen und sogar als Gottheit verehrt. Doch bald entbrannten Konflikte zwischen Cook, seiner Besatzung und den Einheimischen, die schließlich in der Schlacht von Kealakekua Bay und dem Tod von Cook und vielen seiner Mitglieder endeten. Leider brachten die englischen Entdecker nicht nur positive Veränderungen mit sich, sondern auch Geschlechtskrankheiten, die in den nächsten 80 Jahren die Bevölkerung von 300.000 auf 60.000 reduzierten und dadurch eine tiefgreifende Auswirkung auf die weitere Geschichte Hawaiis hatten. Im Jahr 1835 begannen reiche Einwanderer, die meistens aus den USA stammten, riesige Zuckerrohrplantagen zu errichten. Diese mächtigen Zuckerbarone gewannen kontinuierlich an wirtschaftlicher Macht und politischem Einfluss. Eines der bedeutsamsten Ereignisse in der Geschichte Hawaiis, die Great Mahil, eine grundlegende Reform des Grundbesitzes, da das Konzept des Besitzens von Land für die Hawaiianer bis dahin fremd war. 1845 war ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte Hawaiis, als die Hauptstadt von Lahaina auf der Insel Maui nach Honolulu umgesiedelt wurde. Die wirtschaftlichen Interessen begannen die Geschichte des Landes zu beeinflussen, wie etwa durch die Welle der Einwanderungen aus verschiedenen Teilen Asiens und Portugal, um den Bedarf an Arbeitskräften auf den Zuckerrohrplantagen zu decken. Mit der Einführung niedriger Einzugsvölle für die Zuckerrohrplantagen markierte die USA einen Meilenstein in der Hawaii-Geschichte, als sie als Gegenleistung die Erlaubnis erhielten, ihre Kriegsflotte 7 Jahre lang in Pearl Harbor zu stationieren. Dies führte zur Transformation Hawaiis von einer abgelegenen Inselgruppe zu einem bedeutenden geostrategischen Militärstützpunkt, welcher die Vorherrschaft der USA im Pazifik sicherte und auf den Schultern der mächtigen Zuckerbarone ruhte. Eine temporäre Stille folgte den vertraglichen Übereinkünften mit den USA, aber die Forderungen nach Annexion lauerten weiter. Die USA strebte ungehinderte Kontrolle über den strategischen Militärstützpunkt und die Zuckerbarone wünschten sich freien Zugang zum amerikanischen Markt. Am 17. Januar 1893 kam es zu einem bewaffneten Coup, bei dem die letzte Königin, Lili Okilani, unter Hausarrest gestellt und die amerikanische Flagge triumphierend gehisst wurde. Eine Übergangsregierung führte schließlich zur Verkündung der Republik Hawaii am 4. Juli 1894, was die Monarchie in Hawaii unwiderruflich stürzte. Am 12. August 1898 wurde das Schicksal Hawaiis besiegelt, als es durch die Newlands Resolution den USA einverleibt wurde. Die Inselgruppe hatte sich im Spanisch-Amerikanischen Krieg als unentbehrlicher Militärstützpunkt erwiesen, weshalb die USA ihre Fänge nicht mehr losließen wollten. Jahrzehnte später, am 21. August 1959, wurde Hawaii schließlich zum stolzen 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten ernannt. Wenn du jetzt noch etwas über die Verschiebung des Erdmagnetfelds und dessen Folgen lernen möchtest, dann klicke hier auf das Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!